Recht herzlich willkommen zur 107. Folge von Grand Age Medieval. Unser Händler ist gerade angekommen hier. Wir haben den letzten Mal noch Bier gegeben. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das auch loswerden. Und ja, jetzt haben sie gleich genug Bier. Hat sich also nicht wirklich gelohnt, ne? Ja, zack. 10 Bier weg. Alles ist gut, ne? Geht runter. Ja, Salz geht noch ein bisschen. 3 Stück. Keramik haben wir nicht. Würden sie auch gerne nehmen. Und hier ist auch gleich schon Sabbat. Nach 4. Ja, da war das umsonst, ne? Ja, jetzt haben wir hier ein kleines Minus erstmal wieder. Mal gucken, dass wir unsere Waren hier loswerden. Und zwar das. Da geht ein bisschen mehr jetzt. 70, hier geht auch was. 200. Ja, das lohnt nicht wirklich. Dafür können wir hier Honig kaufen. Aber da haben wir schon keine Kohle mehr. 120 nehmen wir da. Hier geht auch noch was. Da können wir auch noch was verkaufen. Oh, da geht viel, sehr viel. 310, das sind 41.000. Das hat was gemacht. Das geht gleich hoch, das nehmen wir nicht. Rot ist teuer. Honig hatten wir schon. Getreide bringt es jetzt nicht wirklich. Die Kohle haben sie viel, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht machen. Das lohnt nicht. Jetzt haben wir nicht ganz viel auf dem Wagen mehr drauf, ne? Ja. Der Honig, das, was machen wir jetzt hier? 44 wäre niedrig. Komm, lass uns doch die 44 hier nehmen. Damit wir den Wagen wenigstens voll kriegen, ne? Da noch 400, fertig. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Jetzt haben wir 25.000 Grad plus gehabt, die dann jetzt auch gleich wieder weg sind. Weil unsere Händler dann wahrscheinlich das Geld da oben auch wieder aufbrauchen und keinen Reibach machen. Oh, doch, jetzt sind sie sogar tatsächlich mal bei 30 Grad gewesen. Wir von hier. Na komm schon. So, 14. Felder gehen auch ein paar. 9er. Salz. 14. Und hier geht was. 14. Stoffe, Keramik. Hier können wir noch was verkaufen. Aber lohnt nicht wirklich. 9er. Und Kohle, damit die heizen können. Einiges gewesen. Hier ist der Wein günstig. Ja, und hier geht der Stoff. 465 über den Tisch und hier geht auch ein bisschen was in Keramik. 30. So. Ja, der Rest ist dann erledigt erstmal, ne? Ja, gehen wir hier rüber. Das geht nicht. Ja, geht nicht, ne? Craiova nehmen wir dann. Nur bei 24.000 noch. Ja, das lohnt nicht, ne? Das lohnt auch nicht. Hier geht was. Hier geht auch noch was. Jetzt sind wir das Salz los. Stoff geht auch. Komplett sogar. Das lohnt nicht. Das ist genauso teuer hier. Das lohnt nicht. Hier geht was. 20. Hier können wir was zukaufen. Aber nee, warte mal, wir haben es für 44 irgendwo gekauft. Dann machen wir das nicht. Hier können wir was zukaufen. 80. Und das lohnt nicht. Hier unten sind noch für 250 günstige Werkzeuge zu kaufen.
Und das geht aber gleich hoch. Das machen wir dann auch nicht. Ja. Das haben wir schon gemacht. Der Rest wollen wir nicht machen. Gut, dann gehen wir hier runter. Schauen wir da weiter. Jetzt sind wir 42.000 und die Stadt ist immer weiter belagert, ne? Das ist doof, aber ist so. 24.000, das ist nicht gut. Wir hatten, nach da haben wir gar nichts zu sehen jetzt gerade, ne? Wir haben auch keine Soldaten hoffentlich mehr, ne? Nicht wirklich. Ist hier oben noch irgendwo eine Armee? Nicht, dass da noch irgendwo welche stehen und Geld kosten momentan. So. Das ist recht günstig. Hier geht noch was weg. Das lohnt nicht. Da geht was. Komplett sogar weg. Das lohnt nicht. 240 die Keramik. Kriegen wir komplett weg, okay. Ne, das lohnt nicht. Ist auch nicht, hier geht was. Alles weg. Das wäre günstig. Na komm schon. Fünfe. Der Fisch ist günstig. Kriegen wir aber nicht viel. Und das war's dann hier. So, da brauchen wir nicht hin. Das wird ja belagert. Schon unterwegs. Läuft da oben lang? Ja, gut, dann gehen wir erst hier nochmal hin. 81 haben wir jetzt. Das können wir verkaufen, aber nicht wirklich lohnt. Der Fisch geht. Drei auch nur. Können wir gleich noch zukaufen. Da auch. So, 24. Da geht auch noch was. Zähne noch dazu. Das hat man gesagt, lohnt nicht. Und der Rest ist dann auch nicht mehr. Hier haben wir schon, ne? Ne, da hatten wir noch nicht ganz. Da gehen noch zwei bei. So, dann dahin. Mit Vergnügen. So, dann sind wir da. Da gehen die fünf weg. Für gutes Geld. Ja, da geht was weg, aber nicht viel. Zwei nur. Vier Fische werden da weggehen, genau. Werkzeuge gehen auch eine Ecke weg. Hier geht auch was, aber zwei nur. Kohle. Zehn. Wein können wir einkaufen. 22. Tuch für 65 oder 165, 5 dabei. Da geht auch was. Und das war's. So, dann hier nochmal rüber. Exquisit. Aha. 70.000 haben wir da. Ja, jetzt wäre die Frage, da unten hinkriegen, zwei Reiter zu haben, ne? Da geht was. 9 Stück, die können wir gleich kaufen. Hier haben wir nix. Lohnt nicht, hier geht was. Auch weg. Das ist günstig, das geht. Komplett sogar, cool. Der Wein geht auch komplett. Auch gut. So, den Honig können wir kaufen. Und was kaufen wir noch? Können wir ein bisschen beikaufen, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr viel gehen, weil die nicht mehr so viel haben, obwohl 35 haben wir doch gekriegt, ne? Ein bisschen Kohle noch. Ja, da geht es ja schon hoch. Lohnte nicht. Noch 80.000 plus. Und wir haben schon gehandelt. Mit Vergnügen. Na, dann gehen wir da ein Stück weiter. Bogen da noch rein.
Aber da war sowieso kein Reibach zu machen eigentlich, oder? Nee, das lohnt nicht. Oh, hier, das lohnt. 24 weg davon. Nee, das ist bei mir schon da. Günstig. Die Früchte sind ganz billig. 55 ist billig. Fisch, nö. Aber das Bier geht sofort hoch, bringt es also auch nicht. Ja, der Rest ist dann schon wieder nicht lohnenswert. Dann gehen wir weiter. Hier runter. Und ich glaube, wir gehen jetzt mal hier gerade hin. Und ich würde gerne hier schauen, dass wir da zwei von kriegen. Was steht da jetzt? Ah, die Unterhaltskosten übersteigen die laufenden Gewinne, ist klar. Aber dann geht noch ein dritter, dann nehme ich auch noch drei. Und dann müssen wir den Kollegen hier wieder anklicken. Aber sogar wohl noch. Und dann verkaufen wir hier wieder was. Felle weg. Gleicher Preis. Obst ist weg. Hier geht auch was. Das lohnt nicht, das lohnt nicht, das lohnt. Weg ist es. Zukaufen, noch Honig. Haben wir 55 bei. Und das lohnt alle nicht. Ne, dann ist das hier schon erledigt. Jetzt gehen wir mal hier zu der neueren Stadt. Gucken, ob wir da was reißen können. Und dann gucken wir da rein. Okay, die haben hier sogar Sachen. Ja, das lohnt nicht. Hier können wir noch was verkaufen für 4,18. Das ist es nicht. Ah, das geht sofort hoch. Lohnt also auch nicht. Die Reise dahin hat sich gar nicht gelohnt. So, gehen wir hier runter. Hier eigentlich eine Dingens, ja, hätten wir sogar. Und da können wir was ausbilden. Schwertträger. Dann haben wir kein Geld mehr. Gut. Wo ist unser Händler? Da oben noch. Ah, der läuft jetzt direkt runter, ne? Der Krasimir Karabellov. So, das. Können wir was verkaufen? Das passt. Hier geht auch. Da geht auch. So, da. Na, lohnt nicht wirklich. Er geht gleich runter. Dann ist es hier ganz billig. Da ist kein Geld mehr dann da. Nehmen wir aber die 350 mit. Obwohl das auch ein guter Preis ist und das ist auch ein guter Preis, ne? So, gucken wir hier unten rum. Oder da hinten meinen. Ach komm, wir gehen hier lang. Macht mehr Sinn. Und dann darum, da haben wir noch zwei Städte unterwegs, die wir noch bedienen können. So. Hier nochmal reingeschneit. Gleicher Preis. Hier geht was. Weg, das lohnt nicht. Das hier wäre ein guter Preis, aber der geht sofort hoch. Naja. Warte mal, wenn ich einen nehme, bezahle ich schon 172. Hier kriegen wir noch ein bisschen Honig dabei. Zack, 30 plus. Schon dann dahin. So, wie weit sind die denn hier? Da passiert ja gar nichts. Alle auch nicht. Ich nehme mal ein paar Truppen. So. Der lohnt nicht. Der lohnt. Geht aber schnell hoch. Lohnt nicht. So, jetzt gehen wir da hinten hin.
da ist die erste Einheit fertig geworden. Ach, da hinten haben wir sogar auch noch eine Stadt, da gibt es kein Weg hin. Dann würde ich mal sagen. Ah, wo ist denn das? Ach, jetzt geht's unterwegs, oben am Arbeiten oder was? Auch interessant. So, hier jetzt 112, ja, geht aber gleich runter, naja. Lohnt also nicht. Da auch nicht wirklich. Das ist jetzt nicht schön. Und da haben wir schon kein Geld mehr für. Kommen wir da hin? Ausgeschlossen. Ne, geht nicht wegen fehlender Straße. Auch schön, ne? Aleppo können wir nicht anbinden. Ja, Mit zurück. Freude. Ja, 23 miese. Kaum zu glauben, ne? So, jetzt schicke ich die Ist einfach da gebaut. mal hin, um zu gucken, was da los ist. Keine Moral mehr schon. Die sind kaum da und haben keine Moral, weil wir hier schon 40.000 Miese haben. Mann, 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 Mann. Also, das war rausgeschmissenes Geld, was wir da gerade Schade, gemacht haben. Urlaub. Schmeiße weg, Alle lohnt Mann nicht. zum Jetzt haben wir hier Gasthof. eine riesige Summe schon minus gemacht jetzt gerade. Und dann würde ich sagen, dann war es das erst wieder. Und ja, in der nächsten Folge gucken wir, dass wir dann doch noch mal ein paar Mark mehr haben, um das zu machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.